Im Vorfeld ist noch zu erwähnen, dass die Epoxidharzgrundierung mit einer kurzflorigen Lackierwalze aufgebracht wurde. Vorbehandelt wurden die Fliesen lediglich mit einem Silikonentferner. Es handelt sich dabei um eine lösemittelhaltige Epoxidharzgrundierung, also es ist zu empfehlen, einen entsprechenden Atemschutz zu tragen oder zumindest die Fenster weit aufzureißen. Wer es dennoch die Fliesen anrauen möchte, muss dazu ein Korundpapier nehmen, also Korundschleifpapier. Fliesen haben auf der Oberfläche meistens einen Quarzanteil. Dieser Quarzanteil hat eine Mooshärte von 7 und man braucht Korund dazu, um es anrauen zu können, weil Korund eine Mooshärte von 8 hat. Auch bei wasserbasierenden Epoxidharzgrundierungen ist ein Atemschutz angesagt. Wer sich das Sicherheitsdatenblatt genauer ansieht, erkennt schnell, dass auch diese nicht besonders gesundheitlich förderlich sind. Und man hat den Nachteil bei wasserbasierenden Grundierungen, dass sie eben fettempfindlicher sind. Also es gibt eher Abperlung oder Verlaufsstörung. Für Fliesen verkauft werden und das basiert ganz normal auf dem Epoxidharz, diese speziellen Grundierungen für Fliesen. Und ich habe mir mal diese Datenblätter angesehen, also das sind eigentlich im Grunde genommen ganz normale Epoxidharze. Da habe ich jetzt einfach mal einen Test gemacht, weil diese speziellen Grundierungen, die werden ja teilweise extrem teuer verkauft. So, und warum soll man jetzt extra für irgendein Produkt mehr Geld zahlen als unbedingt notwendig? Und jetzt habe ich einen Epoxidharz verwendet, ganz normal aus dem Autolackbereich. So, also diese speziellen Grundierungen und auch diese Lacke, die werden ja teilweise wirklich sündhaft teuer verkauft. Also ich habe da schon Produkte gesehen, da mit Literpreise 80 Euro oder so. Und so eine normale Epoxidharzgrundierung, die ja auch für Fußböden, Boote und so weiter verwendet wird, gibt es ja auch jetzt, sagen wir mal, im Kfz-Bereich. Also das fängt an, also jetzt ohne den Härter, schon mit 13, 14 Euro pro Liter. Ich meine, das ist natürlich ein erheblicher Unterschied. Und da habe ich jetzt einfach mal einen Test gemacht, also und habe jetzt so eine normale aufgebracht, also entsprechend vorbehandelt, also ordentlich entfettet, die ganzen Fliesen. Und so auf den ersten Blick hier, wenn man, also das ist sowas von hart drauf, man bringt kein Stück runter. Und da mache ich jetzt einfach mal einen Gitterschnitttest, weil wenn das ausgetrocknet ist, kann man es ja nochmal so leicht anschleifen. Oder muss man sogar leicht anschleifen, weil auf dem durchgetrockneten Epoxidharz haftet ja auch fast nichts. Wenn das dann leicht angeschliffen wird, dann kann man das mit einem anderen Produkt, theoretisch auch einem wasserlöslichen weißen Epoxidharz oder eine andere Farbe beschichten. Und darum mache ich jetzt einfach mal einen Gitterschnitttest, um zu sehen, wie gut die Haftung tatsächlich ist. So. Um die Haftung zu testen, mache ich jetzt einen Gitterschnitttest. Ein Gitterschnitttest ist nichts anderes, als dass man den Untergrund einritzt mit einem Cuttermesser. In Abständen so von, ja, also dass ein Gitter so 1x1 mm ergibt. Jetzt mache ich da, ritze ich das einfach ein auf der Oberfläche und mache so ein Gitter. So, und dann geht man mit einem guten Klebeband da drauf und reißt das runter und gucken, wie viel sich löst. Dann reibe ich das gut an hier und reiße es ab. So, also da hat sich jetzt überhaupt nichts gelöst. Das war normales Klebeband aus dem Autolackierbereich. Das hat jetzt nicht so eine extreme Haftung und hier suche ich gerade noch ein anderes. Am besten so ein Paketklebeband, die heften ja schon besser. So, jetzt nehme ich ein gutes Paketklebeband und bringe das erstmal auf und dann mal gucken, wie viel abgeht. Und?
Nochmal. Es löst sich überhaupt nichts. Also die Haftung von einem Standard, also von einer Standard-Epoxidharzgrundierung auf Fliesen ist wirklich absolut hervorragend. Also man braucht da absolut kein teures Spezialprodukt, sondern bestellt eine Zwei-Komponenten-Epoxidharzgrundierung, wie man im Kfz-Bereich oder in anderen Bereichen für zum Beispiel ja, als Rostschutz und so weiter verwendet. Also das ist wirklich extrem, die Haftung. Voraussetzung ist natürlich, dass man den Untergrund vorher wirklich fettfrei macht. Ne? Das war jetzt, das sehe ich auch hier, wenn ich jetzt mit der Dings drauf hochkratze. Also muss man schon richtig heftig drauf rumkratzen. Ich versuche das mal jetzt gerade noch mal ein bisschen reinzuzoomen. So, jetzt sieht man das, glaube ich, ganz gut. Ich habe das natürlich vorher an einer alten Fliese getestet und von da wusste ich schon, wie das Ergebnis ausgeht. Also wenn das einer nicht glaubt oder so, dann soll er sich einfach irgendwie, das waren übrigens glatte Fliesen, also keine so leicht raue, sondern einfach ganz normale glatte Fliesen, da kann er das selber mal ausprobieren und wird dann mit Sicherheit zu den gleichen Ergebnissen kommen. Also es muss nicht unbedingt immer, es gibt im Grunde genommen ja, spezielle Produkte, ist immer relativ, also Epoxidharz kann halt unterschiedlich eingestellt werden von den Trocknungszeiten und so weiter. Aber wenn man sich die technischen Datenblätter, das ist eigentlich immer das Wichtigste bei den Produkten, ansieht, dann wird man feststellen, dass das ziemlich ähnliche Produkte sind, die da verwendet werden. Gut, die Inhaltsstoffe können mal ein bisschen variieren. Das ist jetzt bei einem Rostschutz, da ist jetzt zum Beispiel Zinkphosphat noch mit drin, juckt eine Fliese aber überhaupt nicht, weil es geht ja bei uns hier in erster Linie um die Haftung. Und ist also schon ein ganz erheblicher Preisunterschied. Da kann man dann schon ordentlich Geld beisparen.